Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufgabe, die wie folgt lautet: a² minus a geteilt durch a² plus 2a multipliziert mit dem Bruch aus a² minus 4 geteilt durch a² minus 1 geteilt durch wiederum a² plus 2a minus 1, plus 1 geteilt durch a² minus 4a plus 4. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten und mehrere Hinweise, die wir empfangen können oder auch nicht. Einer davon ist binomische Formeln. Ja, schreibe ich mal binomische Formeln hin. Zum Beispiel könnte man an der Stelle hier erkennen, dass a² plus 2a plus 1 das gleiche ist wie a plus 1 in Klammern zum Quadrat. Ob einem das jetzt was bringt sofort oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja? Also das ist der erste Hinweis, den ich jetzt hier gebe. Der zweite Hinweis ist, hier steht geteilt durch und dann kommt ein Bruch. Das Ganze können wir auch schreiben als mal und dann nehmen wir hier tatsächlich den Nenner nach oben und den Zähler nach unten. Das nennt sich, man dividiert durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Also plus 2a plus 1. Und auch hier nochmal der Hinweis, hier gibt es unendlich viele verschiedene Lösungswege. Ja, ich kann jetzt hier nicht alle davon präsentieren. Es geht deswegen mir eher darum, hier so ein bisschen zu zeigen, was man damit alles machen kann. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch hier schreiben, a minus 2 in Klammern zum Quadrat geteilt durch a plus 1 in Klammern zum Quadrat. Denn dieses hier kann man, wenn man die binomischen Formeln richtig drauf hat, kann man sehen, okay, das ist das gleiche wie a minus 2 in Klammern zum Quadrat. Denn a minus 2 in Klammern zum Quadrat ist ja gleich a Quadrat minus 2 mal a mal, 2 mal a mal 2 minus 4a plus 4. Ja? Dazu braucht es allerdings Übung und auch Auge. Und das ist natürlich auch etwas, was dann dieses Video hier zum Ziel hat, das ein bisschen zu befördern und nicht nur jetzt irgendeinen Weg da rauszunehmen, sondern den dann auch hinterher so durch die Gegend schlängelig nachvollziehen zu können anhand einer anderen Aufgabe. Ein nächster Hinweis ist zum Beispiel faktorisieren oder ausklammern. Hier in diesem Term oder in diesem Bruch hier kann ich zum Beispiel sehen, dass im Zähler jeweils eine Summe steht, in der die beiden Summanden oder der Minuend und der Subtrahend beide eine Variable am Start haben. Das heißt, ich kann diese Variable in der niedrigsten Potenz, in diesem Fall a hoch 1, ausklammern. Dann steht da a mal a minus 1. Und hier kann ich das auch machen, dann steht da a mal a plus 2. Denn wenn ich das hier wieder zurück multipliziere, kommt der Nenner wieder raus. Dieses Ding hier besteht komplett aus dritten binomischen Formeln, denn die dritte binomische Formel sagt ja a minus b mal a plus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. Wie kann man sowas erkennen? Hier vorne steht was zum Quadrat und hier hinten steht eine Quadratzahl oder auch was anderes zum Quadrat und dazwischen steht ein Minus. Ja, das heißt, eigentlich muss man hier, wenn man es zurück nachvollziehen will, auch da nur sehen, okay, ein Quadrat minus irgendwas, was ein Quadrat sein könnte, kann man also hier in diese Form zurückzerlegen. Während hier auch nochmal a² plus so ein dreigliedriges Teil, bei dem hier eine Quadratzahl steht und da eine Quadratzahl steht, da kann man dann hinterher hier nochmal prüfen. Aber da an der Stelle auch nochmal gesagt, binomische Formeln, gibt es eine extra Kategorie bei oberprima.com, kann man sich da auch angucken. Also hier multipliziert mit, so, jetzt wollen wir mal gucken. a² minus 4, a² minus ist ja 2², ne? Ja, 4 ist 2². Deswegen ist das auch tatsächlich hier im Zähler eine binomische Formel. Also kann ich hier draus machen, a minus 2 mal a plus 2 geteilt durch a minus 1 mal a plus 1. So, das Ganze kann ich natürlich auch dann hier hinschreiben. Ich werde jetzt mal diesen Term hier hochschreiben, ja, auf diese zweite Zeile, damit wir das dann ein bisschen sparsam hier vom Platz. A minus 2 in Klammern zum Quadrat, a plus 1 in Klammern zum Quadrat. Dann nehme ich den ganzen Kladderadatsch hier weg. Und jetzt können wir vielleicht gucken, ob es jetzt irgendwas gebracht hat. Hat es denn irgendetwas gebracht? Ja, hat es. Denn jetzt haben wir hier ein Produkt,
Überall, alle drei Teile werden jetzt auch nur noch miteinander mal genommen. Jeweils steht hier ein Produkt und hier, das hier können wir ja auch noch als Produkt schreiben, a-2 in Klammern hoch 2, ist ja a-2 mal a-2 und dieses hier ist a plus 1 mal a plus 1. Jetzt natürlich die 2 hier wieder vergessen. Also, jetzt haben wir die alle in sogenannte Linearfaktoren zerlegt. Das ist jetzt also ein Weg, den man hier gehen kann, neben dem Ausmultiplizieren von Zähler und Nenner. Dazu werde ich aber vielleicht auch gleich noch ein kleines Video nachschieben. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, können wir hier kürzen? Ja, natürlich können wir kürzen, und zwar ohne Ende. A minus 1 finden wir hier wieder. Lässt sich also kürzen. A plus 2 lässt sich hier kürzen. Und dann hört es auch schon auf. Ja, hier steht jetzt a plus 1, a plus 1, a plus 1. Hier steht a minus 2, a minus 2, a minus 2 und da stehen jeweils a's. Nur gut, dann kann man ja wohl offensichtlich hier jetzt auch gucken, dass man diese a's auch nochmal kürzen kann. Ne? Das war ja eigentlich das, was hierbei so toll war. Und jetzt sehen wir hier oben stehen dreimal die gleiche Klammer. Man könnte sich vorstellen, in dieser Klammer wäre ein Häuschen jeweils. Dann wäre das ja, und hier unten stehen dreimal drei Klammern mit einem Bäumchen. Und das sind natürlich die gleichen Bäumchen, auch wenn die hier vielleicht nicht so aussehen. Die Häuser sehen schon fast gleich aus. Das hier wäre dann ja Häuschen hoch 3 durch Bäumchen hoch 3. Oder ausgedrückt in diesen Schreibweisen, hier muss natürlich immer ein Gleichheitszeichen davor, Entschuldigung, ist dann a minus 2 in Klammern zum Quadrat durch a plus 1 in Klammern zum Quadrat. Zu diesem wunderschönen hoch 3, Entschuldigung, hoch 3, weil es sind ja drei Teile, hoch 3 habe ich ja hier auch geschrieben. Zu diesem Ergebnis würden wir nur sehr schwer kommen, wenn wir einfach sagen, naja gut, ich nehme mal diesen ganzen Ansatz hier, Bruch mal Bruch durch Bruch, naja hier mache ich nochmal den Kehrwert und dann rechne ich Zähler mal Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner mal Nenner. Aber das werde ich jetzt gleich in einem extra Video mal zeigen, wie schwierig das sein kann, beziehungsweise mit was für Sachen man sich da dann rumschlagen muss. Hier ging es ja um Faktorisieren und Erkennen von binomischen Formeln. Aber es geht auch so, dass man einfach einen anderen Weg einschlägt, den ich dann gleich halt zeigen werde. Hier zeige ich jetzt nochmal kurz das Schild im Bild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.